Hallo meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Gamble-Video. Ich bin bei Daddy Skins unterwegs, kann man da oben ja sehr gut sehen. Sneasel hat mir 25 Euro geschenkt, per Geschenkgutschein oder Guthaben. Und das habe ich eingelöst und dachte, komm, also ich meine, wenn ich jetzt schon so überredet werde, kann man da mal reingucken. Und das machen wir jetzt auch. Also ich war auf Daddy Skins, glaube ich, speziell noch nie unterwegs. Gegambelt habe ich schon, also auf anderen Seiten, das wisst ihr. Und was ganz wichtig ist, Gambling ist ab 18, macht es am besten einfach gar nicht. Ihr verliert sowieso nur die ganze Zeit Geld und schaut lieber zu, wie ich das Geld von Sneasel verliere. Hä? Und falls du bereits süchtig bist, dann hol dir eine Beratung bitte. Ich habe hier unten in der Videobeschreibung die Suchtberatungsnummer. Let's go! Ich habe hier natürlich keinen Plan, was gut ist und was nicht. Ich habe das mit den Bananen bereits gelesen, dieses Bonanza. Wenn man da eine gewisse Anzahl an Bananen hat oder sowas, kriegt man diese Sonderbeträge. Aber dafür ist einfach gerade sowieso nicht genug Cash am Start. Ich mache jetzt einfach nur, um mich reinzufühlen oder um zu gucken, wie das auch aussieht, wie es klingt und sowas. Mache ich diese Kiste jetzt auf. Guck mal, da kennt man ja von Counter-Strike den Sound. Und, Leute, mein übliches Glück schlägt bereits zu. Ich habe keinen Plan, ob man damit später noch irgendwas machen kann. Ich weiß, dass man Upgrades machen kann, aber ich denke, das Ding ist viel zu krepelig. Ich versuche es einfach jetzt nochmal. Und man kann doch hier da kann man noch mehrere aufmachen, alles klar. Ich bin natürlich von meinem Glück verfolgt, so kennt man mich ja. Was Gambling angeht, da bin ich ein absoluter Keck. Ich mache mir jetzt einfach noch drei auf einmal auf und kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt nichts Gescheites bei rumkommt. Ich bitte dich, so viel Pech kann man nicht haben. 66 Cent, okay. Was haben wir ausgegeben? Ein Dollar und ein paar Cent? Ich will jetzt ganz kurz direkt dieses Upgrade-Ding versuchen. Ich kann echt die Schrottdinger da reinmachen. Nee, oder? Echt jetzt? Aha, ja, okay. Ich glaube, so sollte es gehen. Hoffentlich. Ja, gut, den Dialog brauche ich jetzt erstmal nicht mehr, ne? Was ist, wenn es nicht geht? Ist dann einfach alles weg und dann habe ich nur Scheiße in der Hose, oder? Ach, guck mal, die Scheiße. Gottes Willen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, was gut ist, was schlecht ist. Lirum Larum. Was ist denn das hier? Kann man schon auch mal raushauen, so kleinen Vierlefanz. Da wäre sogar was für 4 Euro dabei. Ja, guck mal, gar nicht so übel. Aha. Was habe ich gezahlt? Was zahlt man hierfür? 22 Cent? Scheißdreck. 3 direkt. Komm, let's go. Also nochmal so Pech wie vorhin kann man eigentlich gar nicht haben. Das ist doch nicht wahr. Restricted. Okay, 2,81 Euro. Und was habe ich ausgegeben? Ein bisschen Plus sogar gemacht. Das ist ja schön. Aber dann werde ich das jetzt erstmal nicht. Oder obwohl. Wait a minute. Ich reite mich jetzt wahrscheinlich komplett rein. Aber ist mir egal. Was habe ich? Wie viel Prozent habe ich hier? 70? Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Auf. Daddy Skins, jetzt drop doch mal was. Du musst halt nur was sagen, dann geht's. Dann geht's schon klar. Wir werden jetzt einfach mal diese Desert Stone Sache öffnen und diese Bananen uns hoffentlich irgendwie, wir gucken mal, was da so passiert. Mit 5,14 Euro gehen wir rein und ziehen vielleicht auch was total Cooles. Ah ja, gar nicht so weit entfernt. Gar nicht so weit entfernt. Hey, das ist noch ziemlich in Ordnung. Das versuchen wir einfach nochmal. Das machen wir jetzt einfach dasselbe nochmal und holen was Fettes raus und zwar... Scheiße. Oder auch nicht. Warte mal, gibt's noch irgendwas in der Kragenweite hier? 5 ist halt dann doch ein bisschen arg mucho macho. 6, klar, besser. War hier nicht noch irgendwas Kleineres? Haben die nicht noch ein paar kleine... Ah, da, guck mal. Da sind doch noch einige. Weil ich meine, die meisten, denke ich, werden dann doch eher, wenn sie mal reingambeln, was sie nicht sollen, weil es ja nicht gut ist. Aber falls man es doch mal macht, wenn man einfach zu viel Geld rumliegen hat, dann doch eher mit kleineren Beträgen reinschüsseln, als da in diese riesen Kisten reinzugehen. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wer sowas macht. Wer geht denn in sowas mit gutem Gewissen rein, sagt sich, ja Mann, da sehe ich mich. Niemand, niemand. Ich mache ja nochmal diese Ice-Down-Kiste auf. So. Oh, wow. Und gehe aber direkt über zur nächsten Bananen-Billigkiste. Und zwar war hier unten doch direkt noch eine. Wo sind wir denn da? Aber die hat keine Bananen. Egal. Ich brauche keine Bananen. Man kann ja die Dinger hochdrücken, wenn man was gewinnt, oder was? Kriegst du einen Daumen nach oben? Nee, Daumen nach unten. Wo ist der scheiß Daumen nach unten? Na gut, dann hätten die alle Daumen nach unten. Ne? So hart, wie man einsteckt. Scheiße. Ist noch ganz unten ein ganz
40 Cent. Die Prophet-Farm. 600, Alter. Was? Ja gut, da gucken wir mal, aber das ist wahrscheinlich die übliche Nullnummer. Alter. Das ist aber echt haarig. Haarig, heilige Scheiße. Komm, noch mal eine einzige, noch mal eine. Die bringt jetzt Glück natürlich, deswegen gebe ich... Guck mal, wie viel Daumen nach oben das Ding hat, von mir nie im Leben. Sag mal, kannst du Hase geben? Komm, Daddy Skins, let's go. Jetzt würde ich sagen, achso, hier unten kannst du auch noch normale Kisten öffnen. Mhm. Die Standardkisten kannst du aufmachen. Das ist ja interessant. Macht man das? Ist das irgendwie sinnvoll, die normalen aufzumachen? Oder ist es absoluter Quatsch? Natürlich ist das sinnvoll. Ich ziehe jetzt auch ein Knife. Ist doch klar. Immerhin 86 Cent. Ich weiß nicht, ob es noch murriger hätte gehen können. Sind das die letzten Gewinner aus der Kiste hier, oder was? Am Arsch, die haben ja alle Plus gemacht. Die besten Drops. Was ist denn hier so richtig kacke drin? Ich sehe jetzt hier 89 Cent. Komm, mach halt noch einmal. Hopp. Gönn doch mal was Gescheites jetzt. 89 Cent? Warum muss das? Fuck. Warte mal, wir gehen da nochmal runter. Da war noch hier oben nochmal eine von den bunten Kisten. Übrigens sehr schönes Design hier mit dem ganzen Halloween-Kram. Da ist noch eine für drei. Da haben wir gar nicht mehr genug. Armrohr? Ich glaube in die... Ich würde hier gerne... Warte. Man kann doch hier bestimmt irgendwo aufmachen und gucken, wie die Prozente sind. Was so, hier, Kiste enthält. Na, moin. Guten Morgen. 80 Cent ist der billigste Billo-Skin hier drin. Okay, und ich mache 1,74. Also, wenn ich da die 80 Cent drücke, dann ist das ja schon wirklich ziemlich viel. Und also. Oh ja, gut. Ist ja nicht schlecht. Das war ja immerhin Ebbes. Okay, das haben wir halt das fast Schlechteste gezogen. Warum auch nicht? Wie wäre es hier weitergegangen? Hier haben wir dann noch 16%, hier unten 17% und da geht es ja schon in die 0,Bereiche. Und was ist hier oben? 0,001. Oh, shit. Ich werde jetzt noch diese 40-Cent-Kiste zweimal öffnen. Und dann haben wir ja erstmal alles soweit ausgegeben. Hier nochmal vielen Dank an Sneasel für den Geschenkcode oder Gutscheincode vielmehr. Ja, da sind wir doch. Dann mache ich jetzt nochmal zwei auf. Ich will kurz gucken, was er... Okay. Und das nennen die Profitfarm? Oh, das ist schon echt böse. Also ich meine, es ist natürlich nicht böse, dass die Sachen, da könnten ruhig noch ein paar Dinge drin sein, die dann vielleicht 50 Cent wert sind oder sowas. Ich meine, du natürlich ziehst du ja absoluten Scheißdreck. Wer gibt dir denn den Daumen nach oben? Glaubst du, Leute geben den Daumen nach oben, weil sie diese zwei Handschuhe in der Nähe sehen und sich sagen, das war knapp. Daumen nach oben. Also das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also wir gucken mal in ins Inventory rein, was wir so an Profit gemacht haben, an Pignons. Ich selektiere mal alles. Sehe ich hier, dass ja. $12.36 Zentarinchen, Leute. Ich würde sagen, wir haben gar nicht so viel Minus gemacht. Ne? Aber das können wir noch ändern. Ne, ich werde jetzt auf jeden Fall Folgendes machen. Ich mache Folgendes. 52, perfekt. Ich brauche ja maximal 50. Jetzt gucken wir erstmal, dass wir aus dem Crap das hier machen, meine ich. Das ist ein bisschen fies, also da habe ich vorhin gehadert. Ne? Hier kannst du so an- und ausschalten und hier klickst du rein und dann verändert sich hier auch kurz irgendwie die Optik, aber das ist nicht drin. 46%. Sollte eigentlich kein Problem für mich sein, ich bin ja ein alter Lacker. Ah, okay, gut. Die Daumen drücken, einfach nochmal die Daumen drücken und hoffen, dass das was wird. Nicht. Das ging voll in die Hose. Dann werde ich noch den hier nehmen und das Schrottding hier. 30%. Ja, komm, ich mach die halt noch rein. Jetzt habe ich dann 64% und dann sollte der Rubel eigentlich rollen, meine Damen und Herren. Also wenn das jetzt in die Hose geht, dann weiß ich auch nicht. Na also. Boah, das ist doch gar nicht so übel. Also ich meine, natürlich habe ich jetzt komplett reingeschissen, ne? Aus 25 Euro 12 Euro gemacht, aber ja, naja, ich meine, so ist es halt im Gamble. Man macht Minus, niemand macht da wirklich Plus. Und selbst wenn man kurzzeitig Plus macht, ist es dann irgendwann wieder Minus. Außer man schafft es wirklich zu sagen, okay, ich nehme jetzt hier, was weiß ich, 100 Euro und gamble nie mehr in meinem Leben. Dann. Nur dann hat man Plus gemacht. Aber das gelingt den meisten nicht. Also vor nicht allzu langer Zeit hat bei uns jemand wirklich mehrere Knives gewonnen. Und auf die Frage dann, ob er insgesamt im Plus ist, sagt er, nee,
Er hat zwar einige Knives jetzt gewonnen, aber insgesamt hat er schon viel mehr reingecashed. Und das ist halt Vorsicht. Meine Damen und Herren, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ach so, jetzt könnte ich mir die Sachen angucken, wie ich sie verballert habe. Okay. Ja, das ist doch ganz nett da, Mensch. Also, Dennis-Skins, Partnerschaft, Meinung. Also, ich mache dann hier jetzt einen Deckel drauf. Ich werde die Sachen einfach auscashen, beziehungsweise auf Steam rüberschieben. Die kann man dann in die kleinen Giveaways mit reinschieben auf Quitsch. Wenn wir schon was Großes parat haben, können wir dann da sowas noch mit einbauen für den zweiten, als zweiten Platz. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt natürlich gerne wieder schreiben, ob euch solche Gambeleien gefallen. Ich finde es natürlich ganz nett. Für mich ist es auch Content, der halt recht gemütlich von der Hand geht. Mir ist es halt wirklich nur sehr, sehr wichtig, dass ihr euch da nicht in irgendeine Kacke stürzt. Ne? Also auch wenn ich hier sowas anpreise wie diesen Partnership-Dingens, ist es mir trotzdem wichtig, dass ihr natürlich im besten Fall gar nicht reingambelt, sondern mir lieber zuguckt, wie ich das Geld von Sneasel oder falls ich eine Partnerschaft habe, wie bei anderen Seiten schon, wie deren Geld zu verballern, als dass ihr euer eigenes halt wegschmeißt. Aber wenn ihr wirklich genug Geld habt und ihr sagt, ich kann jetzt halt mal locker auch Geld verbrennen, dann kann man natürlich, wenn es unbedingt sein muss, kann man da gambeln. Aber guckt einfach danach, dass ihr halt eben nicht wichtiges Geld wegschmeißt und dass ihr auch wirklich euch im Blick habt. Wenn ihr feststellt, dass ihr wirklich, wirklich oft reinballert, dann unterhaltet euch vielleicht mal mit einem Freund oder irgendwie sowas oder mit jemandem aus der Familie und guckt, ob ihr nicht doch irgendwie in Richtung Sucht geht. Und ruft auch gerne mal bei der Suchtberatung an, soweit ich weiß, ist das sowieso alles kostenlos, bevor man da irgendwie versackt und Geld und Familie und was weiß ich alles verliert. Passt auf euch auf, vielen Dank fürs Zusehen, haut da rein und bis zum nächsten Mal. Later! Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen, dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf die Instagram-Messe.